Fußball und Zuwanderung. Darin geht es in der Ausstellung Ballarbeit, die nun eröffnet wurde. Die Ausstellung klärt über Rassismus auf. Sie zeigt Flucht, Gewalt und wie Fußball verbindet. Spieler mit Migrationshintergrund kommen genauso zu Wort wie Spielerinnen, die Gleichberechtigung verlangen. Die Besucher können in vielen Büchern stöbern, Tippkicker spielen und auf die Torwand schießen. Das haben die Besucher am Eröffnungstag fleißig getan, wie Thorsten Nolting, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie. Er hat Ballarbeit eröffnet. Nicht alle können Fußball spielen, aber alle können über Fußball reden. Das heißt, wir sehen im Fußball auch ein bisschen die Welt der Zukunft, denn wir können, glaube ich, ganz normal davon ausgehen, so wie das jetzt auch schon ist, dass sich die Weltbevölkerung einfach weiter mischen wird. Dass wir mit diesen engen nationalen Gedanken, wir sehen alle gleich aus, längst zu Ende sind. Dafür steht Fußball auch und das finde ich ganz gut, dass man das daran erkennen kann und darüber ein bisschen üben kann, wie denn die Zukunft dann geht. Ihr macht das schon, glaube ich, die Zukunft trainieren und dabei alles Gute. Die Ausstellung ist eröffnet. Die Diakonie hat die Ausstellung nach Düsseldorf geholt. Das hat Aino Tönnies organisiert. Fußball ist grundsätzlich ziemlich der Sport, der weltweit eine große Beliebtheit erfährt. Es fasziniert viele Menschen, Fußball. Fußball kann aber auch polarisieren. Zur Ausstellung las Eigen Zübel-Schellig aus ihrem Buch Fußball, Gott und echte Freunde. Shalom, Haverim, Shalom, Haverim, singt das jüdische Publikum. Die türkisch-muslimischen Zuschauer, die zu FC Shalom reifen, rufen: Ja, 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 scha, 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 FC Shalom, Türkisch. Auf der Seite, auf der die St. Josef-Fans sitzen, ist es still, sehr still. Besucher können Ballarbeit noch bis zum 28. Mai im Bürgerzentrum Ernst-Lange-Haus in Hassels sehen.